So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2 mit mir heute. Heute mal im BBS-Mode. Ja, was ganz Spezielles. Stream ist leider ausgefallen gestern Abend. Grund dafür sind private Gründe. Und ja, tut mir auf jeden Fall sehr leid. Deswegen lade ich jetzt heute 2 Folgen hoch. Ich mache jetzt 2 Folgen hier auf BBS. Und am Mittwoch kommt auch nochmal eine Folge auf. Also ich muss heute, also heute ist der 13. September und heute nehme ich 3 Folgen auf. Aber heute kommen nur 2 Folgen davon online. Ja, die eine davon, die dritte Aufnahme ist dann wahrscheinlich wieder mit Tom Scooper. Und ja. Das ist dann auch ein normal OMSI und die wird am Mittwoch erscheinen. Wenn alles gut läuft. So, wir fahren Stilldreieck wahrscheinlich. Oder nee, wir fahren Waldhofen, würde ich jetzt sagen. Okay, wir fahren Waldhofen, würde ich jetzt sagen. Oder Ruhrau, bin ich auch schon nicht mehr gefahren. Waldhofen, ja, wird auch gehen. Müller Forst, Waldhofen Bahnhof. Nee, immer wenig zurück. Nee, wir nehmen Stelldreieck und wir nehmen. Okay, das ist zu spät. Kreuzinger Brücke, 10:13. Zack, 37 Minuten, die nehmen wir jetzt einfach fertig. Fertig, die nehmen wir. Wir fahren. Warte, was fahren wir denn? Wir können. Ich fahre Evo Bus Taro, also in den Citaro. Evo Bus Citaro Facelift GDH. Habe ich eigentlich, aber ist ja ein Problem wieder hier. Oh ne, wir nehmen heute mal den Scania Citywide GN14. Den nehmen wir. 6. Halle 4, 6. Super. Den nehmen wir. Und jo. Discord habe ich immer noch nebenbei offen. Vielleicht kommt da noch jemand rein. Ist auf 2 begrenzt, also kann maximal noch einer hinzukommen. Ja, okay, wir fahren mit dem Ruhrau Repaint, aber mein Gott. Kann ich jetzt auch nicht ändern. So. So, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ich habe ein neues Intro. Denn das habe ich zugesendet bekommen von dem lieben Tom Scooper. Er hat mir einfach mal spaßeshalber eins gemacht. Hab mich gefragt, ob er für eins für mich machen möchte. Habe ich gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du gerne für mich eins machen. Und jetzt hat er eins gemacht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und jo. Ist jetzt gelesen? Ne, ist das jetzt. Eben kurz mal Insta checken. Ich habe mich heute was hochgeladen. Cool. Schon wieder jemand, der folgt. 17 Abonnenten habe ich jetzt auf. So, kurz folgen wir den auch nochmal. Zack. So. Drei haben schon mein
Story gesehen. Und Discord. Moin Daniel. So. Corona-Map für den DS. Geh, Hat Potsdam gestern veröffentlicht. Tritratralala. Hab ich genau mitgekriegt. Ich hab sogar Fotos davon. Tritratralala. Was? Wofür hat er noch was hochgeladen? Ein Corona-Map. Für den DL. Oh. Muss ich da rein überschreiben? Ne? Scheiße, da muss ich da rein überschreiben. Mann, bin ich verpennt. Ist auch eine Corona-Scheibe jetzt drinnen. Ja. So. Ich hoffe, Tom ist gleich mal wach. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Ich will später noch, also ich nehme jetzt gerade auf, also zwei Folgen Omsi auf im BBS. Und danach wollte ich noch eine Folge mit ihm aufnehmen eigentlich. Normal Omsi. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht am Wochenende nicht auf YouTube gestreamt, da habe ich gesagt, da kommen eigentlich noch zwei Folgen für heute. Damit, so als kleine Entschädigung, für das kein Stream kam. Wie lange wart ihr denn gestern noch wach oder heute? Wie lange wird der noch gemacht? Boah. Das ist nicht lange gewesen. Fahrt beendet. Bisschen gequasselt noch. Ach so. Guck. Na. No. Mein CVAG-Facelift. Beziehungsweise CVAG-Busse sind halt immer noch nicht fertig. Ja. Es dauert halt jetzt schon fast 2 Tage. Obwohl er maximal. Ja, 10 Minuten dauert. Ja, okay. Und das nur, weil ich die scheiß Paints brauche. Boah, heftig. Ich brauche nur eine scheiß Paints. Mehr brauche ich überhaupt gar nicht. Boah, das ist heftig. Guck mal bei dir in dem Fahrzeug. Ich brauche die von dem normalen U530. Von dem U530G und von dem U530G-2. Die Templates? Den Repaint-Ordner. Ja, kann ich jetzt gerade nicht. Ich schalte jetzt gerade Omsi, deswegen kann ich jetzt gerade nicht gucken. Aber ich kann mal nach der Aufnahme, nach dieser ersten. Bei mir sind die nicht drin. Ja, ich fahre jetzt auf Städtedreieck gerade. Ich stelle mich jetzt auf Städtedreieck und fahre die Linie von Kreuzinger Brücke nach Emsericher Straße. Mozartplan oder was? Nö. Aber ich muss fahren, weil sonst werde ich rausgeschmissen aus dem BWS-Betrieb.
da ich gestern Abend nicht mehr für diesen Betrieb gefahren bin. Welcher Betrieb ist das denn? E-Traditionsbus. Oder V-Traditionsbus, weiß ich jetzt gerade gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall noch ein Traditionsbus. Und gestern musste ich ja noch für VWG Verkehrs- und Wasser GmbH fahren, damit ich da nicht rausgeschmissen werde. Boah, es ist so stressig, wenn man jetzt in der Woche nicht fahren darf. Das ist so heftig, dann muss man so viel beachten. Es ist so kacke, aber okay. Freust du dich schon morgen wieder auf Schule? Ja, geht so. Ich fahre jetzt mit dem Scania Citywide GN14 auf der Linie. Ja, jo. Fährst du jetzt auch oder warst du jetzt nur auf so einen Download? Nee, ich fahre jetzt auch. Aber mit dem 16. Ja, ich gucke, wie lange ich noch Zeit habe bis zur Abfahrt. Normalerweise Abfahrt ist jetzt. So, warte, Tom hat geschrieben. Zwischen 6 und 21 Uhr ist ein Notfahrplan. Ich fahre eher Sendmaß ein in. Von Regio Forster natürlich. Und was hat Regio Forster? Im Ex-BVG 16er. Richterstraße fährst du, ne? Los. Nee, Kreuzinger Brücke. Du Scheiße, muss man ja hoch da. Oh Gott. Das wird ein 16. Ohne Kickdown. Das ist schon hart belastet. Also was Steiles darfst du den nicht hochfahren lassen. Der ist am Verrecken. Wer? Der 16er. Ach, der BVG? Ja. Geht's da steil hoch irgendwo? Städte Dreieck? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf der Linie? Welche Linie ist denn das? So. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich muss doch eben bis Lordinger I fertig ist, dann kann ich dir sagen. Ja? Was haben denn deine Eltern zu gestern gesagt? Ja, die vertrauen dir. Oh, siehst du mal. Können wir ja mal alles klar machen, wenn du darauf brauchst. Ja, klar. Kommst du mal zu mir? Kannst du dich nochmal schön mit großem Gerät hinsetzen, ne? Weißt du schon? Ja. Gucken, wenn du eventuell Ahnung von Technik hast, kannst du mir helfen. Man muss halt noch zwei Steuergeräte haben, damit ich das Ding überhaupt ja. zum Leuchten bringen kann. Ach ja. So, Lordinger. Euro 2, wollen wir uns da mal dran setzen. Ne, hätte ich auch nehmen können, aber ich habe jetzt mehr Bock auf Scania. So, Omsi, bist jetzt auch mal. Danke, Omsi, du bist fertig. Ich will 16er. Ich will 16er. Liebe Aufnahme, ich bin ein bisschen ballerballer.
Ja, ich weiß. So, wir machen Sonn- und Feiertage. Umlauf 30, 105. Umlauf 30, 105. Oder ich nehme Ex-Stuttgart. Das ist natürlich auch wieder eine Idee, ne? Aber nee, ich bin 16. So, zack. Fahrplan angenommen, dann machen wir den Bus mal ready. Ein 16er mit Corona. Natürlich private Idee. Welcher wird es sein? Weißt du? Hm? Es gibt zwei Fahrzeuge, die besonders sind. Ja, warte, ich mache mir kurz eine Sprachnachricht an Tom. Ja, ja, macht jetzt keinen Stress. Ich nehme jetzt noch zwei Folgen im BBS auf mit Daniel. Und danach können wir dann noch eine Einzelfolge aufnehmen. Ich mache jetzt erst diese zwei Aufnahmen und dann sag ich nochmal Bescheid, wenn ich fertig bin. Und dann nehmen wir beide auf, ja? So. Ja, nicht wundern, ich schreibe hier gerade noch ein bisschen mit Insta und WhatsApp. Ja, viel Spaß da. Jetzt voll drin, ey. Ich habe jetzt 17 Abonnenten auf Kreuzinger Brücke. ÖPNV-Spotter. Folgt mir jetzt auch. Aber es ging schon. Ne, da euch soll ich mal so fertig machen. So. So, ich hoffe, Sound ist in Ordnung, weil sonst, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man erstmal lernen, wie man den Bus anmacht. Der Bus ist ja schon an. Ich dussel. Oh! Ich bin so dumm. So, wechseln jetzt auf WhatsApp. Mal gucken, vielleicht bin ich in der zweiten schon da. Jo. So. Ja, ich habe einen schönen neuen Fahrplan erstellt vom lieben Tom Scooper für den AVV-Reisen am eigenen nicht virtuellen Betrieb gegründet. Du bist schon losgefahren? Warte, nein. Ich muss so eben. Ach, hier muss ich drauf drücken, ich dussel. So, Linie ist die 66. Oh fuck. 0660000001. So, Ziel hoch dann, ja, perfekt. Einstiegkreuz der Brücke, perfekt. So, jetzt habe ich auf jeden Fall das Richtige. Funktion, Ticketverkauf, zack. So, ich bin jetzt fertig. Ach, von hier fährt überhaupt gar kein Nachtbus. Ich muss auf Discord. Wieso hast du auf uns auf Tag 1 geparkt? Daniel. Wieso hast du uns auf Tag 1 gebracht?
Eigentlich war ich auf Aufnahme. Ja, ich hab dich mal ein bisschen wach gemacht, weil du nicht da warst. Ach so. Dann bleib da einfach. Tom kommt jetzt auch sofort. Bitte jetzt abfangen, okay. Ich fahre jetzt schon ab. So, Licht ist an, perfekt. Heizung. So, fahren wir mal vor. Ich glaube, ich mache Omsi noch ein bisschen lauter. So. Machen wir kurz Omsi lauter. Lautstärke-Mix eröffnen. Und ja, 14. Oder doch wieder ein bisschen leiser. 10. Jetzt doch mal jemand mit, oder wie? Super. Hallo, NE 75, Oststadtgalerie, danke Menschenrechte. Ja. Doch, das mache ich. Gute Straße. Umlauf 5. Will mich verarschen. Warum? Der ist jetzt schon bei Ummental. Ich bin jetzt gleich erstmal Goethestraße. Immer der Drucker, ey. So, jetzt mal zurückgespult hier. Ja, hier darf man sich nicht verwechseln, weil ich habe mir schon mal falsch gefahren. Das ist echt. Ohne Navigation ist das ein bisschen schwieriger, aber. Wenn man es weiß, dann weiß man es. Daniel, wo bist du denn jetzt? Aus Stadtgalerie. Ja, okay. Ich habe ja Notfahrkarte, deswegen. Ach so. Was? Ist das ein Chrono-Event? Mhm. Ist das richtig? Aber den habe ich ja gar nicht. Das Chrono-Event. Könntest du aber einstellen. Und was dann ist da, und was muss man da? Gibt's dann irgendwie. Ist das so extra fahren oder wie? Ja, da fährt der Nachtexpress am Tag. Ah. Boah, ich mag den Seetra irgendwie. Du fährst doch jetzt nicht ernsthaft mit dem Seetra, oder? Ja, klar, hab ich doch gesagt. Seetra 415, Seetra. Scania Citywide. So Scania. Verplaudere die Ach ja, schön, wir verplaudern. Ich hab Seetra gesagt, ne? Ja. Scania Citywide gehen 14 fahr ich. Ruhr-Repaint. Guck mal, ich kann
hier in 16 fahren. Jetzt passt es mit Ummental. Jetzt ist richtig. So, okay, seid ihr, wir sind im Streaming-Eck, Tom. Ich schieb uns mal runter, ne? Wer? Dahin. Wo bist du denn drin jetzt? Wo sind wir jetzt drin? Streaming-Eck. Also, Aufnahme. Ja, okay, dann musst du das aber noch erhöhen auf 3, ne? Die Minutenlimit. Weil Tom will auch reinkommen. Hm? Dann musst du das Benutzerlimit auf 3 noch machen. Vier Benutzer. Ja, mach 4, wie auch immer. Den speichern wir und dann kann er auch dazukommen. Ja. Ist Tom da nicht drauf auf dem Streaming-Eck? Warte. Nee, ist tatsächlich nicht drauf. Krass. Hier ist auch Sascha drauf. Warte, ich schicke ihm mal eine Einladung. Mhm. So, ich habe dir eine Einladung gesendet. Dann bist du jetzt auch gleich drauf. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen nebenbei noch mit WhatsApp so mache, aber dann weiß er Bescheid, wo wir sind. Tom kommt zur zweiten Aufnahme. Hm? Tom kommt gleich, wenn ich die erste Aufnahme hinter mir habe, ja? Okay. Ich wurde gerade geblitzt. Mit 9 km/h zu schnell. In der 30er Zone. Schädig. Ich habe 2 Minuten Verspätung, aber es geht ja noch einigermaßen. Wie viel hast du Verspätung? Vorbeikommen. Niemand in meiner Verfügung.
Du weißt ja, E06 und Kickdown ist nicht so wirklich geil. Also E06 ohne Kickdown. Aber in dem BRTT2 habe ich runtergenommen. Der funktioniert nicht. Nee? Also es funktioniert schon mit Fahren, aber der zeigt mir nicht an, zum Beispiel, wo, wenn ich zum Beispiel auf die Route drücke, der zeigt er dir an, wo du startest, wo du abfährst, ne? Ne? Mhm. Das zeigt er bei mir nicht an. Da steht schon an oder ab und hier, an. Lass dir den mal runter, den 16er. Ja, schick mir den mal. Für die nächste Aufnahme. Dann fährst du in der nächsten Aufnahme mit dem 16. Geht doch, ja, na, kann ich dann gerne machen, wenn ich dann mit Tom Scooper fahre. Weil jetzt fahre ich BBS. Zwei Folgen. Ich muss jetzt noch zwei Touren fahren, BBS, und dann komme ich normal um sie. Oder das sind immer einen. Die Linie geht noch einigermaßen, obwohl die sehr lang sein soll eigentlich. Die merkt man eigentlich nicht von der 66, dass sie so lang ist. Über Dachsfeld. Ich fahre über Kreuzinger Straße und so. Block A, Block B. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Warten, bis die Ampel wieder grün wird. Kreuzer Straße Block A bin ich. Das ist eine Sabotage. Hä? Wohin fährst du dann? Ich fahr zur Emmisricher Straße. Kreuzinger Straße Block A. Ich fahr bis Park im Entenbrück. Na, da fahr ich nicht hin, da fahr ich überhaupt gar nicht her. Nachtlinie. Fährst du nachts oder wie? Nein, am Tag.
Fahrplan, der Trinke Frost halt nach Dingen. So. Musst du auch machen. Wenn du gleich ohne BBS auch musst. Ich weiß gar nicht, welche Map wir fahren. Hallo. Der macht eigentlich Bock. Weil Nachtlinien fahren am Tag, die man eigentlich nur in der Nacht fährt und dann am Tag fährt, das ist schon eine Ungewöhnung. Jetzt am Rondell. Ich am Hauptbahnhof. Laupender Hauptbahnhof, ah. So, Haltestellenbremse ist drinne. Zack, weiter geht's. Guten Morgen. Klausenhorn. Ich bin jetzt auch gleich am Hauptbahnhof. Ich bin Lachestraße. Ah. Der Hauptbahnhof. Danziger Straße. Zugang zur JVA. Ja, jetzt JVA, Danziger Straße. Ja, Platz der Helden und Hauptbahnhof noch.
Will jetzt mit? Nee, will er nicht. Oder doch? Nee, will er nicht. Nee, da will ich mit. Los? Berg hoch! 16er! Lahm! Danziger Straße, Bremen. Aha. Viel Spaß! Wer kriecht der gerade hoch? Naja. Bitte nicht verrecken, 16er. Jetzt schön wieder hier runter. Rosenhügel bin ich jetzt. Rosen? Hoch, Gas, Gas, Gas. Bin sofort oben. Das Ganze hat aber einen schönen Kickdown. Einigermaßen. Ist ein ZR, ne? Ja, 4 Minuten Verschwendung habe ich jetzt. So, weiter geht's. Wollte da jemand raus? Oh ja, wollte jemand raus. Jetzt bin ich gleich Freiheitsstraße. So, weiter geht's. Ich werde gleich Hauptbahnhof. Ich bin Nordbahn. Boah, der ganze Farbgeruch von meinem Zimmer kommt rüber, ey. Mein Vater streicht gerade. Das kommt, dieser Geruch kommt so rüber, ne? Hauptbahnhof, nice. Wenn um sie weiterladen würde, würde ich auch dahin fahren. Danke. Ja? Danke, dass um sie weiterlädt. Deswegen habe ich Danke gesagt. Aber in Richtung Platz der Helden habe ich immer einen Nachlader. Du fährst die andere. Naja.
Ciao. Schön Kurve ziehen hier. Und grün, danke. Lachestraße. Ich bin jetzt Lachestraße, stimmt, aber jetzt auch. Ach, ist jetzt Lachestraße? Ja. Und ich wäre fast falsch abgebogen. Fast falsch abgewogen. Ja, ich bin Nordeingang, Nordbahn. Und wenn ich das richtig verstehe, bin ich gleich Park der Menschenrechte. Ja. Und ich bin gleich in der Nähe vom Hochtern Neues Rathaus. Noch zwei weitere Folgen haben sie. Ja, scheint so, als hätte ich den Tag die Menschen nicht. Ich muss auch ganz hinten, ey. Nach ganz vorne meinte ich. Hallo. So. Ja, warten, bis grün ist. So, und nun bin ich Park der Menschenrechte. So, weiter geht's zur Knöchelstraße. Boah, ich liebe Gelenk, ich mag Gelenkbusse, ich fahr die so gerne, ne, die 18 Meter Teile. Ich mag die richtig, die sind richtig geil. Ich fahr lieber als Solo. Hallo. Emma, Tageskarte. Was fährst du denn lieber, Gelenk oder Solo? Hm? Was fährst du lieber, Gelenk oder Solo? Ich fahre tatsächlich gerne Solo. Ja. Oh. Ich fahre Gelenkbus, ich mag das mit dem Gelenk. Und weil man so viel ausholen muss, muss man beim Solo auch, aber nicht so viel. Thank you.
Zack. Straße. Ich bin laut Plan um 10.50 Uhr da. 10.50 Uhr? Ja. Bei mir ist jetzt gerade 10 Uhr. 8 Uhr. 8 Uhr bist du ja da. Nee, in 8 Minuten. Ja, genau. Passt sogar bei mir. Ja, 10.50 Uhr. Müsstest du gleich am Kreis sein? Am Kreis? Waldstraße, Akazienweg, Albertstraße, Weigelstraße, Neues Rathaus. 10.42 Uhr soll ich da. Neues Rathaus? Ja, aber ich habe 4 Minuten Verspätung. Ja, ich habe 4 Minuten Verspätung. Das kommt auch noch hinzu. Wann hast du denn da abgefahren? Wo? Dings. Bist du jetzt neues Rathaus, das denn? Nein, ich bin jetzt Waldstraße Akazienweg. Aber ich bin gleich am Rathaus. Irgendwie, bis dahin bin ich schon gespawnt. Diesmal fahre ich mit dem Solaris GN07. Aber ich fahre auch noch bis Emschicher Straße, ne? Ja. Zurück dann, oder? Ich hole mir eine andere Linie. Okay. Die ein bisschen kürzer ist. Dann würde ich dir die. Weigelstraße, will ich jetzt gleich. Ja. Weigelstraße.
Lars Fritz von der ILVG. Mhm. Ich bin jetzt neues Rathaus. Ich bin jetzt sofort am neuen Rathaus. Sponsor dich jetzt auch dahin? Sponsor du dich jetzt auch zum Rathaus? Oder bleibst du an der Stelle, wo du bist? Ich komm. Und sie hat gerade gestartet. Ne? Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Meine Tageskarte, alles klar. Ein normaler Fahrschein, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Ein normaler Fahrschein, bitte. Ein normaler Fahrschein. 2C zurück. Rathaus, ne? Ja, ja, bin ich jetzt. Ich bin jetzt auch schon weiter, aber ich habe Verspätung. 5 Minuten schon. Dann warte ich erst auf der Straße. Wer kannst du auch? Was ist die nächstgrößte Haltestelle mit Spawnpunkt? Fährst du über Versorgungsamt? Warte, kann ich gleich gucken. Nee, Versorgungsamt. Nee, glaube ich auch nicht. Kriegst du noch Bahn? Ich guck sofort. Ich bin jetzt gleich unter der Grabenstraße. Barbarossa-Platz. Ist den als Spawnpunkt? Barbarossa-Platz? Ja. Ich glaube schon. Ne, Stadthausbrücke. Zille, Forsterstraße, Hagenbeckweg, Bergerplatz, Bahnhof, Kölnerstraße, Kaiser-Wilhelm-Platz, Anstadtgalerie. Warte, ich kann mal sagen, also. Barbarossa-Platz, Bauscher Tor am Kreis, Otto-Straße, Emmerichscher Straße. Ja, kannst du vergessen, ne? Ja. Bist du ja gleich schon da? Ja, ja, ich bin jetzt auch gleich da. Normalerweise soll ich in einer Minute da sein. Ja, das ist ja auch eine Verspätung, oder? Ja, 5 Minuten, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja? Ja, 5. Ich geh mir jetzt mal zu essen holen, ne? Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, kein Stress. Bauen wir jetzt nochmal ein Solaris klar. Und welche wäre das zu essen? Oder deine ganze Tankstelle in DL? Kannst du auch machen. Ich glaube, ich fahre mal DL. Ich bin gerne der Gast. Na, da kommt eine Brücke, die man die nicht für die Doppeldeckerbusse ausgelegt ist. Das wäre jetzt auch noch sehr witzig.
Silly. War ein bisschen hart gebremst. Oh, die waren ein bisschen zu schnell hier. Daher kommt eine Brücke, wo drauf steht, gesperrt für DD-Busse. Ja, das wäre witzig. Aber du hast ja sowieso ohne Kollision an, deswegen. Ja, gerade deswegen zögere ich. Wir laufen sehr. Ich bin nicht am Kreis, ich bin am Borscher Tor. Scheiß Drucker, ehrlich. Die verarschen den Drucker. Minuten nur noch. Ich habe jetzt nur 3 Minuten Verspätung. Ein bisschen was rausgefahren wieder. Ich würde Solaris fahren. Solaris? Ja. Ja, machen wir das mal. Oder Leasing, immerhin. Das ist mir egal. Ernährungsrichterstraße, Endhaltestelle. So, ich bin jetzt an der Endhaltestelle. Guckst du jetzt mal, welche Linie fährst, dann warte ich mich jetzt rein. Dann suche ich mir jetzt in der Zeit mal einen Wagen raus. So. So. Fürs Zuschauen. Hiermit endet dieses Video. Ich bin mich sehr fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Ich nehme jetzt direkt schon das nächste Video auf, damit heute 2 Videos online kommt. Wie gesagt, wegen dem Livestream. Tut mir leid und ja. Dann gehen wir noch fürs Zuschauen und dann sieht man sich im nächsten Livestream. Ciao, ciao!